Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem Video von Pro Cycling Manager 2022. Es ist einige Zeit her, es ist viel vergangen, es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Schaut auch gerne bei meinen Foundation-Videos rein, wenn ihr schon am Start seid. Ansonsten, heute werden wir was ganz Besonderes machen. Genau dafür habe ich mich wieder hier zurückgemeldet. Wir werden Paris-Roubaix spielen, den Radsport-Klassiker schlechthin, das Eintagesrennen, das alle anderen überschattet. Und wir werden einen kleinen Twist haben. Wir werden das Video abbrechen, sobald ein Sturz kommt. Das ist irgendwie eine Idee, die ich einfach schon so lange hatte. Ich habe mir die extra sogar noch in meinen Kalender reingeschrieben, damit ich sie ja nicht vergesse. Deswegen, ich wollte es einfach super gerne mal ausprobieren. Peter Sagan hat noch den 73er Konstantwasserwert. Ich denke, der ist da ja über seine Zeiten hinaus, aber vielleicht wollen wir das einfach mal mit Tadej Pogacar heute ausprobieren. Der hat ja jetzt auch schon ja, seine Kopfsteinpflasterfähigkeiten zu Genüge veranschaulicht, unter anderem bei Ronde van Vlaanderen war es, glaube ich, die er gewonnen hat. Also wirklich sehr, sehr starke Leistung. Leute wie Van Aert und Van der Poel hat er schon stehen gelassen. Das ist crazy, was der drauf hat. Wir nehmen mal Bjerg und Hirschi mit und Sjoerd Bax und Ryan Gibbons. Let's go. Ich denke, das ist das Team. Wir haben eine Null. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ganna, Pidcock. Wir haben hier Van Avermaet und Nelson. Das ist auch ein starkes Duo, glaube ich. Kögge und Demar ist auch nicht schlecht. Ja, also wir werden wahrscheinlich unsere Schwierigkeiten haben. Van Baarle mit der 81, wir haben Van der Poel 82 auf jeden Fall, Van Aert auch sehr stark, Küng, wie gesagt, angesprochen, Askren, Mohoric, ja, der hatte auch so seine Leistungen. Laporte auch, also wirklich was das Team da gemacht, also Van Aert und Laporte teilweise ja auch mit Doppelsiegen jetzt schon in den Klassikern dieser Saison. Wir werden alles auf Pogacar drauf, also wirklich alles 100%. Wobei, wir werden vielleicht einen in die Ausreißergruppe nehmen. Wie wäre es mit Gibbons oder Bax? Einen von den beiden sehe ich da. Ich nehme Bax. Ansonsten allesamt für Pogacar. Und let's see, wie lange das hier funktioniert. Ich meine, die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht, dass wir das Rennen zu Ende fahren ohne Sturz. Also in echt, denke ich, kannst du knicken. Im Pro Cycling Manager ist es möglich. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, würde ich behaupten, nach wie vor. Aber ich kann es nicht ausschließen, dass es hier bis zum Ende durchgeht. Ich muss gleich nochmal checken, eben in der Einstellung. Das habe ich gerade nämlich vergessen zu checken. Aber das jetzt denke ich dran, gleich mache ich es, nochmal zu checken, ob ich irgendwie an der Sturzhäufigkeit irgendwas manipuliert habe oder so. Ich werde die auf jeden Fall auf 1,0 jetzt stellen, wenn sie nicht eh schon dort ist, was natürlich auch gut sein kann. Ja, also im Zweifelsfall wird es halt so bei der ersten Kopfsteinpflasterpassage schon den Sturz geben. Aber wir wissen es halt nicht. Das ist hier die Frage. Ja. Das ist tatsächlich das, worum es hier geht. Wann wird der Sturz passieren? Es kann theoretisch auch schon in den ersten Kilometern noch vor dem Kopfsteinpflaster passieren. Aber es kann auch tatsächlich im letzten Schlusssprint oder auf der letzten Pavé-Strecke noch vor dem Schlusssprint passieren. Es sind alles Möglichkeiten, die drin sind. Übrigens, was sagt ihr so zu den Kopfsteinpflasterwerten in der Datenbank? Van der Poel auf 82. Alleinige Spitze. Man könnte sich aber auch mittlerweile streiten, ob nicht hier Pogacar sogar noch einen höheren Wert verdient hat. Wobei, naja, bisher halt eben auch. Gut, aber Ronde van Vlaanderen ist schon sehr viel Kopfsteinpflaster. Und da hat er sich da super gut geschlagen. Deswegen. Ja, man könnte schon echt einen Case für ihn aufmachen, dass er auch mittlerweile irgendwie an die 80 ran muss, was den Kopfsteinpflasterwert angeht. Was crazy ist. Also was wirklich crazy ist. Not gonna lie. Ich meine, das ist ja eigentlich so ein Etappenfahrer. Und dann seit dem letzten Jahr. Hey, der ist bei Klassikern unterwegs. Wie kann's weiter?
Ja, so kurz wird das Video auch schon mal gar nicht erstmal mit den ganzen reingeladen. Boah, ich hab's lange nicht mehr gespielt. Muss hier ja wieder reinfinden. So, Purgatory in den minus 2, das ist natürlich schon mal nicht optimal. Wir haben Gibbons vorne, vielleicht nehmen wir auch. Ja, okay, Bugs ist aber auch nicht so weit hinten. Boah, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen langsam, das Spiel gerade, oder? Bugs fährt erstmal nach vorne und dann versuchen wir den Ausreißversuch. Wir haben Trentin bei einer 77, Oliveira 75, 72, haben wir hier 74. Ich würde mal sagen, erstmal hier für die flache Passage nehmen wir dann erstmal Gibbons. Nee, Gibbons ist unser Wasserträger. Das heißt, ich stelle ihn erstmal auf automatisch. Dann, ja, wird es wohl Hirschi. Hirschi wird Pogacar erstmal schützen. Und dann. Boah, kommt mir das so vor, dass das gerade der Belang. Achso, mal ich. Hier, das war die richtige Taste. So, Position einnehmen, ich habe das noch im Blut. Liegt das in irgendeiner Kamera anstellen? I don't know. Nee, es ist auch gefühlt mein Mauszeiger. Ist ja super langsam. Hä, sehe ich. Oh, ich sehe die. Oh nein, ich sehe die Sturzhäufigkeit nicht so. Ah, okay. Folgendermaßen, ich werde direkt nach der Aufnahme das nochmal gegenchecken. Ich gehe davon aus, dass die Sturzhäufigkeit. Sorry. Ich gehe davon aus, dass die Sturzhäufigkeit bei der 1,0 ist. Und dann werde ich das einfach direkt nochmal gegenchecken und ansonsten werde ich das ins Video reinschreiben oder halt in die Beschreibung oder jetzt direkt halt ins Video anmerken, falls es nicht bei der 1,0 sein sollte. Falls es dabei ist, dann werde ich nichts machen, weil dann ist ja alles gut. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es okay. Wir haben sehr starke Fahrer, die hier den Ausreiß versuchen, Van Poppel vor allem. Und auch Pascolon, not too bad. Okay. Kostnifroy. Wir versuchen das Hinterrad zu. Ich weiß, also Bugs kann es eigentlich nicht legen. Ich finde, Bugs sollte man eigentlich fahren lassen. Da müsste ich mir jetzt eigentlich nicht so große Sorgen machen, würde ich behaupten, dass es an ihm liegt. Oh, ich dachte gerade schon, das wäre jetzt die Meldung für den ersten Sturz. Das wäre es gewesen. But it wasn't. Okay, ich habe das Gefühl, ja, wir werden fahren gelassen, oder? Ja, wir werden fahren gelassen. So, that's great. 300 Kilometer fast. Also, ja, okay. Nicht ganz. 260. 260 sind es. Nicht das längste, aber definitiv eines der längsten Eintagesrennen, das der Radsportkalender so zu bieten hat. Das mit Sicherheit. Wir haben vorne eben jetzt die Ausreißergruppe mit. Immer noch. Ja, genau. Die vier sind es, die es auch schon beim ersten Mal versucht hatten. Healy, Bugs, Pascalon und Van Poppel. Pascalon und Van Poppel, beide wirklich sehr, sehr strong. Und ich denke, es wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Deswegen eigentlich. Upala, wieder falsche Taste erwischt. Deswegen will ich eigentlich hier gerne mal ein bisschen beschleunigen. Weil ich nicht davon ausgehe, dass jetzt was passiert. Falls ein Sturz kommt, dann ist das Video vorbei, ne? Also. Aber ich spule erstmal hier über diese erste Strecke nach vorne, bis wir halt das Kopfsteinpflaster erreichen. Das dauert noch ein bisschen. Deswegen, wie gesagt, beschleunigen wir hier erstmal diese Passage. Zwei Niederländer und ein Italiener und ein Ire. Ähnliche Flagge, aber nicht die gleiche. Ich war kurz davor, eben zu sagen, zwei Italiener. Bevor ich es nochmal doppelt gecheckt habe. Aber wir werden auch gut aus gut fahren gelassen, die Ausreißer. Haben jetzt schon fast 8 Minuten. Wir sind bei 220 Kilometer, das heißt, wir haben schon 40 Kilometer ohne Sturz geschafft. Which is strong.
Was natürlich auch passieren kann, ist, dass wir einfach keinen Sturz sehen, sondern Pannen. Also Reifenpannen. Auch möglich. Dann endet das Video nicht. Nur bei einem Sturz. Und Bugs hier sehr entspannen, muss nicht mal ordentlich irgendwie seine Energie aufbrauchen. Aber jetzt langsam habe ich das Gefühl, da war die Lücke zwischen den beiden Gruppen aber auch ein wenig verringert worden. Sind bei 200 Kilometern gerade gewesen und immer noch ein ganz schöner Weg bis zum Erstkraftstoffpflaster. Und da haben wir unsere erste Reifenpanne, Kasper Askren auch noch ausgerechnet, einer der Favoriten hier. Jedenfalls laut PCM. Ich werde gleich auf jeden Fall die Geschwindigkeit wieder runterschalten, wenn wir dann das Kopfschaltfenster erreichen, damit ich da auch nichts verpasse. Da wollen wir natürlich die Spannung hochhalten. Aber noch ist es ein Stückchen und wir haben das zweite Loch, Stüber. Auch einer der Kopfschaltpflaster OGs, ja auch bei Paris-Roubaix, immer stark vertreten gewesen über die letzten Jahre. Aber beide auch wieder rangefahren. Askren und Stübach. 175 Kilometer. Noch ohne Sturz, aber mit zwei Reifenpannen bisher. Und das auch beides schon vor dem Kopfschaltpflaster. Wohl angemerkt. Jetzt ist es nicht mehr weit. Bevor eben diese Ausreißergruppe das Pflaster erreicht. Und hier ist es soweit. Das wäre natürlich jetzt schon crazy, wenn sie hier direkt in der Ausreißergruppe gleich den ersten Sturz hätten. Versuche mich hier mal ein bisschen zurückzuhalten, ein bisschen Energie einzusparen gegenüber der Gruppe. Ist eben halt auch nicht der stärkste Kopfschaltpflasterfahrer innerhalb dieser Gruppe. Und wir haben das erste Kopfschaltpflaster überstanden mit der Ausreißergruppe. Aber jetzt kommt eben hinten dran die... Oh, das ist noch ein Loch. Das Hauptfeld.